Zuvor bei Gias. So endet es also. Heute hat die Koalition ordentlicher Regierungen aufgehört zu existieren. Vorsitzender Prescott, er verließ uns vor einiger Zeit. Wir können nicht mehr vorgeben, noch eine Regierung zu sein. Alles begann am D-Day, als die Locust erschienen und uns überrannten. Wir wollten sie mit dem Hammer der Morgenröte vernichten, verbrannten unsere eigenen Städte, töteten Millionen unserer Leute. Doch die Locust hielt es nicht auf. Die Überlebenden der Hammerschläge, die Gestrandeten, wollten nichts mit einer Regierung zu tun haben, die Zivilisten geopfert hatte. Und nach 15 Jahren des Kampfes mussten wir sogar den letzten Stützpunkt der Menschen opfern. Jacinto. Wir versenkten die Stadt und hielten so die Locust-Armee auf. Der Krieg war endlich vorbei. Wir waren bloß ein paar Flüchtlinge und fanden eine Insel, auf der wir neu beginnen. Azura. Aber manches kann man nicht wieder aufbauen. Die gebrochenen Herzen und Seelen. Dann verfolgte uns ein neuer Feind. Noch schlimmer als der letzte. Die Leuchten. Jetzt breiten sie sich auf Sarah aus und töten alles in ihrem Weg. Wir haben sie aufgehalten, solange wir konnten. Wir wissen nicht weiter. Unsere letzte Hoffnung ist es, die Insel zu verlassen und uns aufzuteilen. Einige wollen auf den übrigen Schiffen leben. Andere wollen wieder aufs Festland zurück. Viel Glück, Kane. Hier ist der ehemalige Lieutenant Anja Strutt. Melde dich ab. Zugang! Alle bereit machen, den Hafen zu verlassen. Jetzt sind wir wohl alle gestrandet.